Herzlich willkommen auf meinem Kanal, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zum neuen Video. Ich bin hier gerade am Paleon in Schöning. Um das geht es aber heute gar nicht, sondern ich entführe euch heute auf den Heseberg. Der befindet sich im Landkreis Helmstedt. Näheres erfahrt ihr gleich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hier führt der Weg lang zum Heseberg, der eine 2 Meter hohe Erhebung ist. Wie gesagt, der Heseberg befindet sich im Landkreis Helmstedt und Helmstedt im östlichen Niedersachsen. Hier ist der Eingang zur Hese 5, der Gaststätte auf dem Heseberg, an dem auch der Geopfad beginnt. Im Bereich des Hesebergs ist ein Geopark des Freilichtmuseums FEMO, des Harz Braunschweig Land Ostfalen. Eine Besonderheit hier ist der 20 Meter hohe Hesebergturm. Der Reichstagsabgeordnete und Jerxheimer Gemeindevorsteher Karl Kleie ließ aus eigenen Mitteln im Jahre 1912 diesen Turm errichten. Ja, das sind hier ganz schön viele Treppen hoch. Und habt ihr eine Ahnung, wie viel es waren? Schreibt es mal in die Kommentare. Der Geopfad führt an insgesamt 7 Punkten vorbei, darunter auch an 3 Steinbrüchen. Eins davon wurde als nationales Geotop ausgezeichnet. Ja, eigentlich habe ich gedacht,
Ich sehe heute ein paar Adonisröschen. Die blühen hier nämlich im März, April am Südhang des Hesebergs. Aber leider Palim, nix da. Obwohl ich am Südhang bin. Muss ja mal wiederkommen, wenn die Sonne scheint.